Ja, hi, Wipgitar hier. Schön, dass du im dritten Video zu Wonderful Tonight dabei bist. Und hier werde ich dir den Melodiepart des Liedes zeigen, wie auch dir einige Tipps geben in Bezug auf Improvisation, Solo, wenn du hier etwas mehr machen möchtest aus der Melodie. Wir befinden uns die ganze Zeit in der G-Dur-Pentatonik. Hierzu empfehle ich dir, meine Pentatonik-Videos anzusehen und die fünf Lagen der Pentatonik zu lernen. Die Melodie des Liedes, die Melodie von Wonderful Tonight beginnt auf der G-Seite. So auf der Ursprungsaufnahme hat Eric Clapton diesen Grundton, das ist ein D, nicht gespielt. Auf der Ursprungsaufnahme hörst du nur das. Seit gut 10, 15 Jahren bei seinen Live-Konzerten spielt er dann immer so einen kleinen Auftakt hier. So, was spiele ich hier? Ich spiele einmal kurz ein D im siebten Bund auf der G-Seite. Okay. Schalte dir mal das Echo aus, sodass du ganz klar hören kannst. Dann ziehe ich die H-Seite im zehnten Bund um einen Ganzton. Hier hoch. Kommen dann wieder zurück. Das nennt man Bend and Release. Hierzu, wie du sehen kannst, beobachte ganz genau meine Finger. Verwende ich den Ring, den Mittelfinger zum Ziehen und den Zeigefinger hier, um die Saiten ein bisschen abzunehmen. Spiele also hier 7 auf der G-Seite, 10, ziehe auf die 12, spiele nochmal die 10. Dann die 8, nochmal die 10. So, du hast. Das ist der erste Teil des Solos. Dann folgt der zweite Takt. Hier spielt er. Genau das gleiche wie im ersten Teil der Melodie. Nur statt der 10 am Ende spielt er die 9 auf der G-Seite. So, wir haben 7 G-Seite, Bend von 10 auf 12 auf der H-Seite, Bend and Release, hochziehen und runterkommen. Ich picke also nur einmal, picke dann die 8 auf der H-Seite und dann die 9 auf der G-Seite. So ein bisschen Vibrato auf die letzten Noten drauf packst, dann klingt das sehr, sehr schön. Dann im dritten Teil der Melodie wiederholst du haargenau nochmal den ersten Teil plus diese Töne. 12, 13 auf der H-Seite, 15, 15 ziehst du auf die 17 hoch. Kommst wieder runter. Du könntest es auch, wenn du jetzt nicht so weit auf der H-Seite wandern möchtest, kannst du auch auf der E-Seite spielen. Die E-Seite lässt sich nur ein bisschen schwerer ziehen, weil die Spannung größer ist und sie klingt auch nicht so warm wie die H-Seite. Wenn dir das Ziehen der Saiten schwerfällt, dann kannst du alle Bendings ersetzen durch Slides. Dann klingt das auch schön. Es wäre dann folgendermaßen. Ich spiele jetzt nochmal mit dem Loop die Melodie mit Slides.
Auch sehr schön. So, das war im Prinzip schon deine Melodie. Nochmal Wiederholung, ganz langsam. So wie du in der Song-Performance von mir gesehen hast, habe ich dann ein bisschen noch improvisiert. Was ich dann hierzu verwende, ist die Pentatonik hier im 12. Bund. Das ist die G-Dur-Pentatonik oder die E-Moll-Pentatonik. Wenn du jetzt hier endest auf dem E, wäre es E-Moll. Aber wir beenden unsere Solo-Performance hier immer auf einem G, damit es Dur bleibt, sehr freundlich. Und dann kannst du hier zum Beispiel einfach Spaß haben, die Akkorde G, D, C, D. Ich empfehle dir dringend, dir eine Aufnahmemöglichkeit zu schaffen. Das ist übrigens das Beste, was du machen kannst, wenn du sehr viel besser werden willst auf deinem Instrument, dich jedes Mal, wenn du spielst, zumindest am Ende deiner Übereinheit, dich mal aufzunehmen und dann dein Ohr selbst urteilen zu lassen, ob das okay ist oder ob du das besser spielen kannst. Beste Kontrolle, die es gibt, einfach aufnehmen. Du kannst hier die Pentatonik spielen. Dann hier ein Teil, Clapton liebt diese Long-Scale-Pentatonik. Hier befinde ich mich dann in der dritten Pentatonik. Gehe dann rüber in die vierte. Die berühmte B.B. King-Box. Dann bin hier in der fünften. Und dann wieder in der ersten. Kannst du noch ein bisschen hier ein paar Töne, die Halbtöne zum Beispiel, der G-Dur-Tonleiter. Das klingt dann so. Generell klingen Halbtöne, wenn du die ziehst, immer sehr, sehr schön auf der Gitarre. Und dann Pedal Tone Lick, zum Beispiel so etwas. Dann kannst du die Melodie hier in der Oktave spielen. Zurückkommen in die Ursprungsmelodie. Double Band macht Clapton sehr offen. Und dann Vierer. Viererläufe in der Pentatonik. Ich empfehle dir einfach, dir die Live-Performances von ihm anzugucken.
Und die Solo-Parts dir oft anzuhören, so damit du dann die ein oder andere Idee von ihm mitnehmen kannst. Oft hast du dann Großaufnahmen in Full HD von dem, was er spielt. Und ja, man kann nur lernen. So, ich hoffe, dir mit meinen Tipps geholfen zu haben. Wonderful Tonight lohnt sich. Mach es nicht kompliziert. Geh es langsam an, lerne das Picking-Muster, lerne die Griffe, speziell den Übergang. Entweder G mit D mit Fis im Bass so oder so gegriffen mit dem Zeigefinger oben und mit deinem Mittelfinger hier unten. E-Moll, dann den Auftakt. Das Spielchen hier auf E-Moll, viel ist das nicht. Beim C-Dur kannst du hier mal den Finger lüpfen. Du kannst ein C9 als spielen, als Abwechslung. Statt dem D, dieses D hier mit der leeren E-Saite. Und dann auch mal das G hier picken, das verschobene F. Das war's von meiner Seite. Ich verabschiede mich nun. Ich wünsche dir viel Spaß mit Wonderful Tonight und mit Eric Clapton. Es ist einer der besten Gitarristen der Welt. Ich empfehle, sein gesamtes Material zu studieren. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Bye bye, das war Rip Guitar.